heute mit einem sehr deutlichen Appell an Sie. Nachdem in unserem Landkreis Bad Kreuznach wir mittlerweile die Warnstufe Gelb erreicht haben, bedeutet mehr als 20 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und das über den Zeitraum einer Woche hinweg, müssen wir hier doch noch einmal sehr deutlich darauf achten, dass wir die verschiedensten Regeln, die in unserem Land gelten, die die Corona-Bekämpfungsverordnung vorgibt, auch tatsächlich einhalten, damit wir den Grad, den wir im Moment erreicht haben, mit den vielen Freiheiten und insbesondere auch mit den Freiheiten für unsere Geschäftsleute, damit wir diesen Standard auch einhalten können. Und deswegen darf ich Sie noch mal ganz dringend bitten, die AHA-Regeln einzuhalten. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Bitte schauen Sie, dass Sie sich und auch andere schützen, damit wir nicht in den nächsten Tagen in die nächste Stufe Orange gehen und dann möglicherweise auch mit weiteren Einschränkungen rechnen müssen. Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch diese Jahreszeit kommen, dass Sie gesund bleiben und dass wir auch weiterhin das gesellschaftliche Leben, so wie wir es im Moment haben, aufrechterhalten können. Und dazu gehört auch das Thema Schulen. Und da möchte ich noch einmal ganz kurz auch auf die letzte Woche eingehen. Denn wir haben an ganz vielen Schulen in unserem Landkreis infizierte Schüler oder auch Lehrer gehabt. Wir haben über 600 Personen in Quarantäne stellen müssen. Und das ist natürlich für alle Betroffene eine nicht schöne Angelegenheit. Insbesondere beim Start in die Herbstferien bedeutet das für Schüler und auch Lehrer, die in einer Klasse mit einem Infizierten waren, dass man tatsächlich 14 Tage in Quarantäne muss, und zwar die gesamte Klasse. Das sind Vorgaben des Landes, an die wir uns hier zu halten haben. Und ich weiß, dass es dem einen oder anderen nicht gefällt, dass es viele Diskussionen gibt, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass wir hier einfach auch gehalten sind, die entsprechenden Regeln umzusetzen. Und ich hoffe einfach, dass uns die Situation, wie wir sie in der letzten Woche vor den Herbstferien erleben mussten, nach den Herbstferien so nicht mehr eilen wird. Ich drücke Ihnen und uns die Daumen, dass alles gut läuft. Bleiben Sie gesund.